So, als letztes Video heute gehen wir rein in Wissenswert. So fake sind die berühmtesten YouTuber wirklich? Tja, ich sehe schon das Vorschaubild. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass es drin vorkommt. Wir schnacken gar nicht lang rum. Let's go. Zwischen Wahrheit und Lüge liegt oft nur ein schmaler Grat. Und vor allem einige der größten YouTuber wissen diesen Grat gehörig auszunutzen. Denn auch wenn YouTube eigentlich eine Plattform ist, auf der es darum geht, authentisch und echt zu sein, gibt es immer wieder YouTuber, die es sich nicht verkneifen können, Dinge zu stellen. Ach nein. Da kannst du eine komplette Folge nur von Leon Mascher machen, aber dann hast du wieder ein Mimi-Payoff Payback. Ja, oh Mann. Nee, aber das mit dem Boxkampf, was soll man dazu sagen? Zwischen Mimi und zwischen Leon Mascher und Standard Skill war echt bitter. Traurig irgendwo. Und teilweise sogar ganze Videos zu faken. Deshalb wollen wir in diesem Video mal einen Blick auf einige der größten YouTuber werfen und die Frage beantworten, wie fake sie wirklich sind. Dabei werden wir einige ziemlich dreiste Fälschungen enthüllen, aber auch den ein oder anderen YouTuber beleuchten, dessen Content überraschend echt ist. Also bleibt auf jeden Fall dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, wie ihr zu Fake-Videos steht. Gehen die für euch klar, solange sie euch gut unterhalten, oder sind sie für euch ein absolutes No-Go? Wir sind gespannt. Ich muss sagen, wenn man jetzt so Sachen sieht wie, keine Ahnung, ab wann ist es wirklich 100%, also ab wann ist Fake, wenn gewisse Szenen aus Videos gefaked sind, weil sie einfach sonst das Gesamtbild zerstören würden, wenn sie sie nicht faken, dann habe ich da so gar nichts gegen. Aber wenn Videos wirklich 100% nur aus Fake bestehen, finde ich es echt einfach nur. Oh. Einfach nur unnötig. Also, weiß nicht. Vor allem, wenn es dann noch irgendwie dann noch in so eine Richtung geht, wie ich habe, keine Ahnung, Obdachlosen Geld gegeben oder so, was ja gerne gefaked wird. Da hockst du jemanden hin mit einer Verkleidung und sag, tust du, als würdest du dem 1000 Euro in die Hand drücken und eigentlich ist nur dein Kollege, zack, Video. Sowas finde ich einfach moralisch absolut verwerflich. Wir starten unser Video mit Hey Moritz. Der mittlerweile 19-jährige YouTuber ist schon seit er 10 Jahre alt ist auf der Videoplattform aktiv und wurde besonders mit seinen Vlogs bekannt, von denen er insgesamt schon über 900 veröffentlicht hat. Natürlich leben gerade Vlogger davon, dass ihre Fans glauben, dass sie ihren Alltag authentisch mit ihnen teilen. Aber im Fall von Hey Moritz kamen schon vor fast 2 Jahren erste Fake-Vorwürfe auf. Dem investigativen YouTube-Kanal Offen und Ehrlich fiel bei einem Prank-Video von Hey Moritz, in dem er seine Schwester in einem Teddybärenkostüm erschreckte, nämlich auf, dass das Video gestellt zu sein schien. Kurz vor dem Prank sitzt Moritz' Mama hier auf der Treppe und kurz nach dem Prank sitzt Moritz' Mama auf einmal auf der Couch. Allerdings war dies noch kein echter Beweis für einen Fake. Vor kurzem veröffentlichte Hey Moritz dann jedoch ein neues Video, welches eindeutig komplett gefaked war. Und zwar spielte er seinen Fans hier drin vor, dass er eine von ihm produzierte Kaugummimarke heimlich in einem Supermarkt in die Regale stellte und damit für Verwirrung und Ärger sorgte. Nur kurz danach erschien dann allerdings schon ein zweites Video von Hey Moritz, in dem der YouTuber behauptete, dass die Supermarktkette seine Idee so gut fand, dass sie seine Kaugummimarke nun produzieren und in ihren Läden verkaufen möchte. Dies geschah dann auch, und zwar nur eine Woche später. Hey Moritz zeigte sich davon total überrascht und begeistert. Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, dass die Story komplett unrealistisch ist und Supermärkte nie so schnell ein Produkt produzieren oder produzieren lassen könnten. Vielmehr waren die Videos von Anfang an gestellt und lediglich Werbung für Hey Moritz' neue Kaugummimarke. Ja, gut. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Das war halt ein Werbevideo. Welche Werbevideos sind nicht fake? Das finde ich nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Aber ja, braucht man nicht unbedingt. Ich glaube, der hat auch genug verkauft, hätte er einfach nur so Ankündigungen gemacht. Ja, er macht mit denen zusammen Kaugummis.
Vom Kaugummi-Faker kommen wir nun... Oh nein. Oh nee. ...zu zwei YouTubern, die fast ihre komplette Karriere auf Fake-Videos aufgebaut haben. Die Rede ist hierbei von den Prank-Bros Calvin und Marvin, die schon vor vielen Jahren sowohl durch ihre Pranks als auch durch die Tatsache bekannt wurden, dass diese nachweislich häufig einfach komplett gefaked waren. Zahlreiche andere YouTuber wiesen den Prank-Bros nämlich immer wieder nach, dass sie ihre Streiche nur stellen und sogar Schauspieler engagieren, die sie ihren Fans als normale Leute präsentierten. Aufgrund dieser Kritikpunkte wurde der Druck auf die beiden allerdings immer größer und Dutzende YouTuber prangerten ihr Verhalten zunehmend an. Als Reaktion darauf hörten die beiden dann vor etwa 2 Jahren zunächst auf, neue Videos zu veröffentlichen und versprachen, dass sie sich nun komplett geändert hätten und nie wieder unehrlich zu ihren Zuschauern sein würden. Sogar Pranks wollten Calvin und Marvin gar nicht mehr drehen. Ich fühle es nicht mehr. Ja, die Kunstpersonen Prankbos sind ab heute... Schon. Ungefähr ein halbes Jahr später und nach... Geht's grad wieder los? Ja, moin! Nach Veröffentlichung vieler neuer Videos kam dann aber heraus, dass die Prank Bros so ziemlich alle Inhalte ihrer aktuellen Videos fast 1:1 von verschiedenen amerikanischen YouTubern kopiert hatten. Nach den Prank Bros geht es nun mit einem YouTuber weiter, der davon lebt, seinen Zuschauern vorzuspielen, wie erfolgreich er angeblich ist. Der 20-jährige Noor Atter wurde nämlich auf Instagram und YouTube dafür bekannt, ein angeblich sehr talentierter Daytrader zu sein. Daytrading bedeutet, dass man an der Börse die täglichen Preisschwankungen von Aktien geschickt ausnutzt, um diese kurzfristig günstig zu kaufen und sich schnell mit Gewinn wieder weiterzuverkaufen. Da selbst absolute Börsenprofis mit dieser Methode nur schwer dauerhaft Gewinn erzielen, war es umso beeindruckender, dass ein junger Mann wie Noor diese Taktik scheinbar so zu beherrschen schien. Noor verdiente aber wohl nicht an der Börse Geld, sondern vor allem dadurch, dass er die Aktientipps an seine Follower verkaufte. Im Jahr 2020 deckte der ehemalige Wall Street Investment Banker David Jaffe in seinem Podcast nämlich auf, dass Noor keinerlei Ahnung von Aktien hat. Ja gut, muss Noor den Leuten so verkaufen und wenn dann Zuschauer, also wer generell Geld für Investitionsideen von seinem Lieblings-Influencer oder so annimmt, was soll ich dazu sagen? Das ist einfach nur dumm. Stattdessen kopierte dieser einfach nur die Aktientipps des erfolgreichen Bankers 1:1 und verkaufte diese seinen Followern für viel Geld weiter. Weil seine Fans ihm aber glaubten, gaben sie teilweise mehrere hundert Dollar im Monat für Discord-Mitgliedschaften aus, nur um die geklauten Tipps des Fake-Gurus zu erhalten. Somit hatte sich Noor also ein Betrugssystem gebaut, das ihn wie einen erfolgreichen Trader aussehen ließ, obwohl er eigentlich nur seine Community ausbeutete. Kommen wir als nächstes zu Jimmy Donaldson, der seine YouTube-Karriere... Das ist der one and only Mr. Beast. ...der seit Tag 1 im Beast-Mode vorangetrieben hat. Denn er ist niemand Geringeres als Mr. Beast. Mit seinen spektakulären Challenges und seiner großzügigen Art ist er inzwischen der wohl erfolgreichste YouTuber aller Zeiten. Und das nicht umsonst. Der 23-jährige Amerikaner hat über 90 Millionen Abonnenten und wird weltweit gefeiert. So sammelte er beispielsweise in einer Spendenaktion über 20 Millionen Dollar, von denen Bäume für den Klimaschutz gepflanzt wurden, ließ sich für 50 Stunden lebendig begraben oder veranstaltete ein Real-Life Squid Game, was von mehr als 224 Millionen Menschen auf YouTube angesehen wurde. So beliebt Mr. Beast allerdings auch ist, tauchen trotzdem immer wieder Fake-Vorwürfe gegen ihn auf. Auf die größten Anschuldigungen gehen wir hier nun ein. Als erster Punkt wäre hier zu nennen, dass nicht alles, was man in Mr. Beasts Videos sieht, auch wirklich existiert. In seinen neuen Videos verwendet er nämlich oft visuelle Effekte und Greenscreen-Elemente, was bedeutet, dass manche Kulissen seiner Videos gar nicht echt... Ja, aber so Sachen, Digga, finde ich gar nicht verwerflich. What the fuck? Es kommt doch da aufs Gesamtbild drauf an. Wären die natürlich, es wäre was anderes, wenn er diese Videos, wo er Leuten einfach die Kreditkarte in die Hand gibt, wenn solche Sachen gefaked sind, finde ich so einiges schlimmer. Weil du, du kommst so, du wirst so als Heiliger dahingestellt und wenn dann das fake ist, schwierig. Aber
dass man da mit Greenscreen arbeitet. Das wäre genauso wie wenn du sagst, okay, Filme sind scheiße, weil die mit Greenscreen arbeiten. Sondern nur digital erzeugt sind. Für sein Squid Game Video zum Beispiel griff Mr. Beast auf ein riesiges Team von VFX-Designern zurück, um es für die Zuschauer filmreifer zu machen. Ein weiterer Punkt, der mittlerweile schon vielen Fans aufgefallen sein dürfte, ist, dass die großen Bargeldmengen, die Mr. Beast in seinen Videos häufig verteilt, oft nur Fake sind. Dies geschieht allerdings aus Sicherheitsgründen und auch wenn die Scheine in den Videos nicht echt sind, bekommen die Teilnehmer ihre Gewinne natürlich trotzdem, allerdings im Nachhinein als Schecks. Oder einfach überwiesen. Das ist, du bekommst ja auch bei Filmshows nicht einen Koffer voll echten Geld. What the fuck, du bekommst einfach eine Überweisung, Ende. Also sowas finde ich ja, unnötig. Ein Punkt, der Mr. Beast ebenfalls immer wieder vorgeworfen wird, ist, dass man ihn angeblich nur abonnieren müsse, um mit etwas Glück zufällig ausgewählt zu werden, um in einem seiner Videos vorzukommen. Allerdings stimmt das nur bedingt, denn die Leute in seinen Videos sind vor allem bevorzugt Leute aus der Nähe und vor allem auch viele Creator und YouTuber, da Mr. Beast gerne andere YouTuber an seinen Challenges teilnehmen lässt, um so noch mehr Popularität zu erzeugen. Am schwersten wiegen wohl allerdings die Fake-Vorwürfe, die ein ehemaliger Mitarbeiter namens Matt Turner gegen den YouTuber erhebt. Matt Turner behauptete in einem Video nämlich, dass Mr. Beast abseits der Kameras teilweise ein knallharter Geschäftsmann sei, dass das Arbeitsklima oft toxisch sei und die Mitarbeiter alle unter sehr viel Druck stünden, was in den Videos ganz anders wirkt. Turner bemängelte auch: Würde mich nicht wundern, wenn das sogar stimmt. Du, der ist in der Position, wo er nun mal abliefern muss. Und wenn dann natürlich, je nachdem, was er für ein Mensch ist, dann kann nicht alles immer super vorbildlich sein und so. Das ja, geht nicht. Und ja, deswegen kann ich auch mir gut vorstellen, dass sowas so gestimmt. Auch, dass Mr. Beast bei den Videodrehs und den Vorbereitungen überhaupt nicht so viel selbst anwesend sei, wie es in den fertigen Videos später wirkt. Ob die Anschuldigungen von Turner der Wahrheit entsprechen, bleibt aber fraglich. Und auch wenn nicht jedes Element von Mr. Beasts Videos zu 100% echt ist, ist dennoch auch vieles absolut authentisch. So zieht er seine Challenges, wie zum Beispiel 50 Stunden lebendig begraben zu werden, immer komplett durch. Auch alle Spenden und Geldpreise sind echt und auch persönlich macht Mr. Beast oft einen sehr authentischen Eindruck. Deshalb kann man zusammenfassend also sagen, dass Mr. Beast für einen YouTuber seiner Größe erstaunlich echt geblieben ist und dass wir hoffen, dass er noch viele weitere seiner spektakulären und großzügigen Aktionen auf YouTube bringen wird. Als letztes kommen wir nun zu Bianca Klaassen, deren Kanal Bibis Beauty Palace schon seit vielen Jahren Millionen von Fans begeistert. Im Laufe ihrer YouTube-Karriere gab es aber auch immer wieder Fake-Vorwürfe gegen die Videoproduzentin, wovon einer lautet, dass Bibi angeblich Videos teilweise stellen soll. Als sie nämlich gerade schwanger war, lud sie ein Video hoch, in dem sie ihrem angeblich... Also ich sage euch ehrlich, 99% aller Pranks sind gefaked. Wie du kannst einfach auch keine Pranks nicht faken, gefühlt mehr. Es ist echt nicht möglich und dann lasst es doch einfach mit Pranks. Ahnungslosen Mann einen Streich spielte. Bibi filmte dabei mit versteckter Kamera, wie sie diesem erzählte, dass sie mit YouTube aufhören wolle. Natürlich reagierte ihr Mann auf diese Ankündigung erwartungsgemäß überrascht. Irgendwie habe ich überlegt, ob wir nicht vielleicht aufhören sollen mit YouTube. Ja. Einfach so. Jo, das war's. In dem darauf folgenden Gespräch nannte Julienko allerdings nicht ein einziges Mal den Namen seines zukünftigen Kindes. Dies hielten viele Zuschauer für sehr verdächtig, da der Name zu dem Zeitpunkt zwar feststand, aber noch geheim gehalten werden sollte und Julienko laut des Videos natürlich nicht wusste, dass er gefilmt wurde. Zwar werden der beliebten YouTuberin immer wieder ähnliche Fake-Vorwürfe gemacht, Beweise dafür, dass Bibi abgesehen von ein paar gefotoshoppten Instagram-Posts schon mal tatsächlich etwas... Ja gut, 99% sind gefotoshoppt auf Instagram. Sag ich euch ehrlich. Aber wer will auch ein Bild sehen, was von mir, sag ich mal, real ist? Also, deswegen poste ich einfach gar nicht. Das ist meine Devise, aber gar nicht posten. Nee, und sonst
alle Bilder, die ich online habe, ist in den meisten Fällen einfach nur Filter drüber geklatscht, Ende und hoch. Gefaked hat, gibt es allerdings nicht und auch sie fällt im Großen und Ganzen eher durch ihre Authentizität und ihre Nahbarkeit auf. Und das war's auch schon mit dem Video. Schreibt uns doch mal in die Ja, ich sag euch ehrlich, es gibt Schlimmeres, das war ein bisschen Nörgeln auf hohem Niveau. So ein bisschen suchen nach, wer faked es wirklich, wen kann man da entlarven. Ja, aber ich werde gar nicht mehr. Ich denke mir einfach. Ja, soll jeder machen, wie er will. Im Endeffekt, sobald da guter Content und ehrlicher Content rauskommt, also nichts, wo man sich einfach wie einen Heiliger darstellen lässt, braucht man da auch nichts zu sagen, dass das irgendwie verwerflich ist, sage ich ehrlich. Das wäre so meine Meinung zu dem, genau.